Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für einen Landesverkehrsminister war das eben ein äußerst schwacher Vortrag, weil ein Landesverkehrsminister eigentlich die Regularien der Ausstellung eines Bundesverkehrswegeplans und der Bereitstellung von Investitionen in Infrastruktur kennen müsste. Das eben zeigte, dass er entweder die Situation nicht kennt, die Auflagen nicht kennt, die Bundeshaushaltsordnung nicht kennt, obwohl er hier mal im Finanzausschuss war, oder er wieder besseren Wissens den Leuten Sand in die Augen streuen will, was er wohl machen könnte. Ich habe in den letzten Wochen viel über das Mittelrheintal, das obere Mittelrheintal gelesen und was für ein schlimmes Bundesverkehrsministerium da wäre. Ich kenne das, lieber Kollege Jung, ich kenne Deutschland besser, als Sie glauben. So, Sie müssen viel lernen noch, auch bei diesem Antrag. Und ich kann nur sagen, so viel Unfug, wie da geschrieben wurde, so viel Klamauk, wie da gemacht wurde auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, spottet jeder Beschreibung. Ich hätte mir mal gewünscht, dass der Verkehrsminister Wissing, wenn er eine Frage gehabt hätte zu einem Schreiben, was ich einem verkehrspolitischen Kollegen geschrieben habe, nur einfach mal durchgerufen hätte und gefragt hätte, wie ist das gemeint? Innerhalb von 5 Minuten war das erklärt worden. So macht man Politik, Herr Kollege Dr. Jung. Und nicht ein ganzes Land in ein Klamauk versetzen, eine parteipolitische Arie zu fahren, die jeder Beschreibung spottet. Und ich will Ihnen sagen, Herr Jung, ich will Ihnen mal einen Kollegen nennen, der das genau richtig gemacht hat. Das ist der Kollege Peter Bleser. Der hat das gesehen, gelesen und hat einfach gefragt und hat eine Auskunft bekommen, hat die auch veröffentlicht. So macht man seriöse Politik mit den Bürgern und nicht so wie Sie mit Ihrem Klamauk. Zu der Tatsache selber. Richtig ist, das obere Mittelrheintal ist eine der schönsten Regionen, die wir in Deutschland haben. Deswegen ist es nicht zu Unrecht und in den Schutz des Weltkulturerbes gestellt worden. Überhaupt keine Frage. Und wir haben eine der am meistbefahrenen Güterzugstrecken in Europa, wahrscheinlich der meistbefahrene Güterzugstrecke in Europa zwischen Genua und Rotterdam, die durch diese Region führt. Die Menschen leiden darunter, uns ist das bekannt, das ist ein großes Problem. Aus diesem Grunde haben wir für 65 Millionen Maßnahmen kurzfristig ergriffen, um den Lärm zu senken. Wir haben lärmbezogene Trassenpreise. Wir haben ein Umrüstprogramm für das Radbremssystem auf den Schienen, K-Sohle, LL-Sohle genannt. Wir werden ab 2020 zum Fahrplanwechsel nur noch lärmgedämmte Güterzüge in Deutschland haben. Herr Kollege Pferdemann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Jung? Ja, immer gerne. Kann nur lernen, der Kollege. Bitte. Lieber Herr Staatssekretär Pferdemann, wenn ich so alt bin wie Sie und diese Arroganz hätte, da müsste man wirklich, da kann man wirklich viel dazu lernen von Ihnen heute. Ja. Aber es geht, glaube ich, um eine wichtige Frage. Und die konnten Sie und auch die Deutsche Bahn in den letzten Monaten nicht beantworten. Wir brauchen funktionierende Ausweichstrecken. Und wir haben rein theoretisch, auch aus Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg, auf die Mittelrheintalbahn solche funktionierenden Ausweichstrecken. Wenn Sie zum Beispiel auch an den Frankfurter Norden denken, ja? Warum tun Sie nicht alles, auch hier im Bundestag, auch im Ausschuss, dass Sie auch temporär Ausweichstrecken haben? Weil wir hatten ja das Problem zum Beispiel linksrheinisch und rechtsrheinisch, dass wir durch Unfälle dann diese Strecke gesperrt haben. Das ist zwar temporär für die Menschen toll, aber es führt dazu, dass Güterzüge zum Beispiel in die Schweiz oder Nordrhein-Westfalen oder nach Baden-Württemberg mehrere Tage zu spät kommen. So bekommen wir keine moderne Verkehrswende hin. Was machen Sie jetzt genau? Ich möchte keine arroganten Bemerkungen haben, sondern ich möchte Lösungen haben. Dafür sind Sie noch gewählt. Haben Sie die Frage verstanden? Sehr geehrter Kollege Jung, ich gehe auch davon aus, dass das so bleiben wird. Ich kann Ihnen nur dazu sagen, wir haben ein Programm, und das kennen Sie aus dem, Sie sind ja Mitglied des Verkehrsausschusses, deswegen wissen Sie, dass wir das gesamte Netz nach diesen Ausweichstrecken abscreenen. Darunter zählen auch die Ausweichstrecken für die Strecke Rotterdam-Genua. Dazu gehört unter anderem im Wesentlichen die Rhein-Sieg-Strecke, eine Strecke, die wir ertüchtigen müssen, um diesen Verkehr aufnehmen zu können.
die im Übrigen auch dazu führen wird, dass die Belastung des Mittelrheintals zurückgeht. Weil wenn diese Strecke ertüchtigt ist, sie ist derzeit nicht in der Lage, die Verkehre aufzunehmen, werden wir deutlich weniger Verkehre im Mittelrheintal haben. Denn die Relation dieser Strecke ist kürzer und damit spart die Wirtschaft Trassenpreise. Und deswegen wird sie auch diese Strecke nutzen. Insofern sind wir schon dabei. Sie werden von uns auch eine Liste bekommen bei dem Elektrifizierungsprogramm, wo noch zusätzliche Strecken unter Fahrdraht genommen werden müssen, um diese Ausfallstrecken ausreichend auszustatten. Wir sind also prima dabei, weil wir auch zu Recht sagen, wir brauchen für diese hauptmagistralen Ausfallstrecken bei steigendem Verkehr und einem größeren Bedarf, unter anderem zum Beispiel an Erhalt und Ausbau. Zum Thema zurück. Die Frage des Mittelrheintals. Da ist die Frage, wie wir die Themen beantworten. Und dafür muss man eben kurzfristige, mittelfristige und langfristige Lösungen in Kauf nehmen. Man muss den Menschen ehrlicherweise sagen, wie es geht und nicht mit irgendwelchen theoretischen Diskussionen den Menschen etwas vorgaukeln, sondern muss da korrekt bleiben. Und da ist es so, dass nach unserer Bundeshaushaltsordnung es nun mal so ist, dass Investitionen dem Wirtschaftlichkeitsgebot unterliegen müssen. Das heißt, 1 Euro eingesetztes öffentliches Geld muss 1 Euro volkswirtschaftlichen Nutzen nach sich ziehen. Und wir haben beim Bundesverkehrswegeplan diese Lösungen durchdiskutiert. Deswegen haben wir die Ausweichstrecke, die Rhein-Sieg-Strecke, in Augenschein genommen und gesagt, die wollen wir ertüchtigen, um den Verkehr zu reduzieren. Weitere Lärmschutzmaßnahmen im Mittelrheintal für über 100 Millionen stehen an. Gleichwohl wird man eine langfristige Lösung nur über eine Neubaustrecke haben können. Und für diese Neubaustrecke ist ein Tunnel vorgeschlagen worden mit über 100 Kilometer Länge. Dazu muss man wissen, dass der derzeit größte Eisenbahntunnel in Europa, der Gotthard, 57 Kilometer lang ist. Der hat 12 Milliarden Franken gekostet. Das heißt, wenn wir bei diesem Tunnel mal von geschätzten 15 Milliarden ausgehen, werden Sie die Wirtschaftlichkeit so nicht erreichen können. Trotzdem brauchen wir eine Neubaustrecke. Und deswegen prüfen wir eine kombinierte Neubaustrecke, die auch, ja, aus einer erheblichen Tunnellage besteht, aber nicht nur aus einem durchgängigen Tunnel. Und ja, diese Strecke kalkulieren wir mit 8 Milliarden. Wir sind auch bereit, dieses Projekt anzugehen. Es wird das größte Eisenbahnprojekt in Deutschland sein, was wir je gemacht haben, weil wir die Not im Mittelrheintal sehen. Dafür wollen wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, und zwar in nächster Zeit. Ja, so einfach ist das nur nicht, liebe Kollegin, weil diese Strecke muss natürlich dann wirtschaftlich, sie muss eisenbahntechnisch, sie muss ökologisch und sie muss eben auch in Gänze realisierbar sein. Und wenn diese Machbarkeitsstudie, damit Sie wissen, worüber wir reden, über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren, die wir für diese Studie brauchen, müssen wir den Menschen auch ehrlicherweise sagen, so lange dauert es, dann können wir die Analyse machen. Aber in dem Zeitraum bis dahin müssen die anderen Maßnahmen greifen. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie uns dabei weiter unterstützen. Wir werden die Menschen im Mittelrheintal nicht alleine lassen. Wir kennen die Problematik. Aber eine kurzfristige Lösung, wie das hier vorgegaukelt wird, die gibt es in dieser Frage nicht. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Als nächster Redner hat das Wort für die AfD-Fraktion der Kollege Wolfgang Biele.